Ja, ich bin der Martin, studiere Ingenieurökologie jetzt im ersten Semester, also ist ein Masterstudiengang. Ich habe vorher schon den Bachelor Wasserwirtschaft hier absolviert und bin, man hört es ein wenig, vielleicht gebürtiger Dresdner. Ich wollte definitiv an eine Hochschule gehen. Ich hätte auch Wasserwirtschaft in Dresden studieren können. Ich denke, zum Studieren muss man einfach weggehen. Und da es auch an der Elbe gelegen ist, dachte ich, hier von Magdeburg ist es nicht weit nach Berlin oder nach Hause. Also ich wohne in Stadtfeld. Das ist so ein gemütliches, altes Gründerzeitviertel hier in Magdeburg. Auch sehr studentisch, das gefällt mir sehr gut. Und man kann eben mit dem Fahrrad an die Hochschule recht schnell kommen. So 25 Minuten, dann der erste Kaffee und dann ist man fit für die Vorlesung. Was ich als großen Vorteil ansehe, an der Hochschule zu studieren, ist dieses Praxissemester. Also gerade hier im Bereich Wasserwirtschaft sucht man sich das Praktikum oft selbst. Wenn man ein bisschen guckt, geht es dann auch schnell mal ins Ausland. Ich selbst war ein paar Wochen in Kiew und dann nochmal an der Nordsee auf einer Insel und habe da für einen Nationalpark gearbeitet. Das ist natürlich eine super Kombination zwischen Theorie und Praxis. Und ich denke auch, erst dort wird man dann richtig fit fürs Berufsleben.